Glamouröse Kleider, Designerschuhe und hochwertige Handtaschen. Promis wie Schauspielerin Maren Gilzer oder Moderatorin Verena Kehrt haben beim Charity-Flohmarkt ihre aussortierten Schätze im Gepäck. Also ich habe hier zum Beispiel meine Hervé Leger Kleider, die waren richtig teuer, das sind nämlich Originale. Aber da quetsche ich mich beim besten Willen nicht mehr rein. Ich habe ganz viel Laufstegsachen mitgebracht. Also nicht Laufsteg, sondern Red Carpet Sachen. Ich weiß nicht, ob irgendwer das Zeug braucht, was ich hier verkaufen will. Wir werden sehen. Und wenn nicht, ist ja für einen guten Zweck. Von Alltagskleidung bis Outfits vom roten Teppich ist hier alles mit dabei. Die Preise liegen ca. zwischen 5 und 100 Euro. Wie teuer kommen die? Die Turnschuhe? Ich würde sagen 30 Euro. Das sind niegelnagelneu. Ich habe noch nicht darin Sport gemacht. Das mag ich sehr gerne. Das ist ein Kleid von Miu Miu. Das Witzige daran ist, dass man die Hände dann gar nicht mehr sieht, weil diese Ärmel so lang und überschnitten sind. Mit einer kleinen Schleife hinten, einem tiefen Rückenausschnitt. Obwohl manchen das Aussortieren nicht so leicht gefallen ist. Ja, ich misste sehr ungern aus, ehrlich gesagt, weil alles kommt ja wieder. Jeder Trend, der schon mal da gewesen ist. Ich habe heute eine Handtasche dabei, die habe ich schon 22 Jahre. Die ist wieder total up to date. Zum zweiten Mal findet der Promi-Flohmarkt im Alstertal-Einkaufszentrum statt. Vergangenes Jahr kamen 5.000 Euro zusammen. Der Erlös geht komplett an die Tribute-to-Bambi-Stiftung. Wir sind eine Stiftung, die deutschlandweit Kinder- und Jugendhilfsprojekte unterstützt und auch auf Themen aufmerksam macht, die einfach in der Gesellschaft zu wenig wahrgenommen werden, wie psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter oder ganz viele Bildungsprojekte, die wir auch unterstützen, um soziale Teilhabe und Chancengerechtigkeit zu erhöhen. Schon heute Vormittag ist der Flohmarkt gut besucht. Ein paar Fans sind natürlich auch dabei, zum Beispiel von Spielzeugtesterin und YouTuberin Hanna. Wir haben noch Ferien, ne? Und dann hat sie das gesagt, oh Mama, morgen ist sie da in Hamburg, wollen wir da nicht hin? Da haben wir gesagt, na klar, gehen wir hin, ne? Meine Mutter mochte früher schon gerne den Frauenknast geguckt. Und das hat sich dann halt über die Jugend auch bei mir mit weiterhin begleitet und groß geworden damit mit Kathi Karrenbauer. Und es ist immer schön, wenn man solche Stars auch mal hautnah trifft. Und einige Besucher wurden auch schon fündig. Ja, eine Sonnenbrille schon. Nicht? Und gut für den Urlaub. Das hatte ich mir noch vorgenommen und das ist doch super. Morgen geht es im Alstertal-Einkaufszentrum weiter mit dem Trödelflohmarkt. Am Samstag findet noch der Kinderflohmarkt statt.